Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Extra-Chapter von Corpse Party. Immer noch mit den gleichen Klamotten an, immer noch gleich aussehend wie immer. Denn ich produziere das ja immer noch vor. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und die Extra-Chapters werden immer kürzer. Wir sind schon in 3-Minuten-Episoden angekommen. Das ist doch echt richtig short. Am Anfang kommt man wenigstens noch eine Menge machen, da war so eine Episode noch 20 Minuten lang. Aber na gut, Extra-Chapter Nummer 8. Los soll's gehen. Das klingt wie ein Motor oder sowas. Ja. Yuki! Okay, sie hat anscheinend Angst. Ja! Oh Gott! Erai, erai. Sehr gut, sehr gut. Mata zurete kite kureta no ne? Noch ein Schaf, was auf die Schlachtbank kommt. Iko ne? Du bist ein guter Junge gewesen. Jetzt setz dich hin. Du warst bis hierhin sehr, sehr gefolgsbereit und hast alles gemacht, was ich gesagt habe. Ich denke, du solltest eine Belohnung bekommen. Was für eine Belohnung? Guck mal hier, hier. Mr. Yoshikatsu, bitte hilf mir! Löse meine Arme, also bind die Arme auf. Naja, anscheinend mag sie nicht das, was sie sieht. Komm schon, nimm ihre Augenbinde ab. Oh Gott, dann sieht sie alles, was jetzt passiert. Oh Gott. Interessant, dass Yuki da jetzt liegt. Das ist ein cooles Extra-Trap, das gefällt mir jetzt schon. Nein, Mr. Yoshikaku! Nein, nein! Oh oh. Was geht jetzt ab? Bitte was? Das war jetzt das Extra-Chapter. Wir sind ja schon bei 2 Minuten angekommen. Also langsam tut's mir echt richtig leid. Jetzt will ich ja am liebsten noch irgendwie richtig viel labern über dieses Spiel, damit diese Folge wenigstens ein bisschen länger wird. Gott, wird das kurz. Gott, tut mir das leid. Ja, Extra-Chapter 9 und 10 stehen uns jetzt noch bevor. Die kommen jetzt morgen und übermorgen. Und, well. That escalated quickly. Das war jetzt also ein extra Chapter, wo wir nochmal gesehen haben, wenn Yuki gefangen wird, dass Yoshikatsu ihm halt hilft und das alles macht und bla und blub und bli. Und sehr interessant, sehr kurz. Da ist auch jetzt kaum noch richtig viel Story hinter, finde ich. Also ich konnte da jetzt nicht viel mit verbinden. Die anderen Chapters konnte ich noch gut irgendwie mit Sachen verbinden und konnte Schlüsse ziehen. Aber das war jetzt so ein bisschen random. Nun gut, ich hoffe mal wieder, dass es euch gefallen hat, auch wenn es eine sehr, sehr kurze Folge war, was mir immer noch sehr, sehr viel leid tut. Aber, sehr, sehr viel leid tut. Was mir sehr leid tut. So, ich hoffe, wir sehen uns trotzdem im nächsten Extra-Chapter wieder. Ich bin Little Converse Brain oder einfach nur Yannick. Bis dann, euer Brain. Habt noch einen traumhaften Tag. Tüdelü mit Ü. Kapuff!